shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar wie ihr selber so gemoddete Autos euch erstellen könnt. Ihr seht da im Hintergrund schon die Coquette Classic, und bei der fehlt einfach das komplette Heck, und es ist wirklich super einfach, sowas selber zu machen. Leider funktioniert dieser Glitch nur auf dem PC. Wenn es aber irgendeine Möglichkeit auf der Konsole gibt, dann mache ich darüber natürlich selbstverständlich sofort ein Video. So, was ihr dazu machen müsst, ist als erstes mal euren Task Manager zu öffnen, bevor ihr GTA 5 startet. Also der sollte auf jeden Fall im Hintergrund laufen, bevor ihr den Glitch anwendet. Und alles, was ihr dazu machen müsst, ist euer Handy zu öffnen, geht in das Internet und geht unter Legendary Motorsports. Jetzt geht ihr so weit nach unten, bis ihr zur Inverto Coquette Classic Cabrio angelangt seid. Drückt dort X, sucht euch noch eine hübsche Farbe aus und tut das ganze Fahrzeug mal bestellen. Danach kommt ihr in das Auswahlmenü von eurer Garagen, und dort ist es ganz wichtig, bevor ihr die Garage auswählt, wo das Fahrzeug hin muss, müsst ihr euren Task Manager im Hintergrund schon geöffnet haben. Das heißt, sobald ihr X drückt, müsst ihr so schnell wie es geht Alt und Tabular drücken, um auf euren Desktop zu kommen. Geht dann sofort in euren Task Manager rein und schließt GTA 5. Es ist ganz wichtig, dass es schnell geht, weil wenn ihr da zu langsam seid, hat das Ganze nicht funktioniert. Sobald ihr dann GTA 5 geschlossen habt, über euren Task Manager startet ihr einfach GTA 5 neu. Und sobald ihr dann im Online-Modus angekommen seid, geht ihr einfach nur zurück in eure Garage, und wie ihr seht, bäm, die Coquette Classic steht da mit dem unsichtbaren Heck. Jetzt könnt ihr mit diesem Auto ganz normal nach Los Santos Customs reinfahren und wirklich das komplette Auto tunen. Es ist nur jetzt ganz wichtig an der Stelle gesagt, tunt auf gar keinen Fall das Dach. Sobald ihr nämlich im Los Santos Customs auf die Kategorie Dach geht, ist dieses Heck wieder sichtbar und ihr könnt nichts mehr machen, dass es wieder unsichtbar wird. Wenn ihr den Fall habt, dass ihr aus Versehen auf Dach geklickt habt, dann müsst ihr einfach wieder über Tabular und Alt auf euren Desktop gehen und über den Task Manager ganz schnell GTA 5 wieder schließen. Danach hat es überhaupt nichts gespeichert und ihr müsst es einfach neu machen. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über 15 Likes freuen. Ich bin an der Stelle raus. Jungs, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.